So, Päuschen wieder rum. So. Marathon so. Zu Ende gelaufen. Ich war noch rauchen und mir einen Kaffee holen. Der, oh, zum Glück hier steht. Boah, apropos Kaffee. Ich bin nachmittags aufgestanden. Wollte mir so einen schönen heißen Kaffee machen. Mache einen Wasserkocher an, bin eh rauchen. Komme wieder. Wasser immer noch kalt. Wasserkocher aber an. Wasserkocher hat die Hufe hochgemacht. Nice. Wie? Der hat einfach nicht mehr geheizt. Okay. Ja, bestell ich mir einen neuen und gut. Ist ja nicht die Welt, die Dinger sind ja heutzutage so günstig. So, wie baue ich jetzt meine Base? Gute Frage. Wir werden hier anfangen. Hier lang. Bis hierhin. Ein Stückchen muss ich noch. Was stellst du dir auf? Wo ich meine Mauer hinbaue. So riesig? Nee, das ist nicht riesig. Sah gut aus. Mal gucken, wie ich das am besten mache. So. Mache ich hier da die Ecke. Ich muss sowieso überlegen, wie ich die Mauer am besten baue dann. Dahin. Ja, sollte ausreichen. Ja. Friedlich ist kein Quadrat. So, dann einmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahin. Ein Stück noch. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
In der Schule wird geschrieben, in der Schule wird gelacht. Denn Taco hat ins Bett gemacht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott. Oh. Boah, ist das gut abgemessen. Direkt an meinem Mini-Wasserfall hört das Teil auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich eingesammelt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So und dann. Och nö! Hab mich verbaut. Schön. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immer eins dein. Da. So und so. 2, 3, 4, 5. Hä? Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dahin. Okay, muss ich immer zwei zur Seite setzen. Das ist gut. Leicht zu merken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und Tatsache. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir da. Gut. Jetzt brauche ich Holz. Ganz viel davon. Weißt du, an was mich die armlosen Zombies hier erinnern? Du regst dich doch bei die armlosen Zombies. Du regst dich doch bei Justin bei LS immer oft, dass er mit Controller oder mit einer ganz komischen Steuerung spielt. Controller hat er. Mittlerweile habe ich es ihm abgelegt. Ja, diese armlosen Zombies erinnern mich irgendwie daran. Hä? Die können auch nicht richtig fahren. Ja, die fahren ja auch nicht. Hast du eigentlich bei Steam? Ja, hab ich. Okay, ich war tot. Hast du bei Steam eigentlich noch irgendein Spiel im Petto, was du streamen könntest, dem nichts gibt? Aus oder irgendwas sowas? Na, ich hab Monopoly installiert. Ja, da wäre ich ja auch wieder gerne dabei. Muss nur noch die Soundeinstellung vornehmen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich hab's auch nur gestartet, ob es funktioniert.
Und ansonsten hätten wir noch Uno zur Auswahl. Hätte ich halt immer das wieder Bock ist auch drauf. Wieder eine Sache, wo ich bei sein würde. Ja. Ich meine, ein Spiel, wo ich mal nicht dabei sein muss. Ach, so dann habe ich ein bisschen weniger Stress. Nö, keine Ahnung. Eigentlich. Okay. Eigentlich nicht. Jetzt muss ich warten, bis Tag ist. Schon wieder mein Stress. Ich lebe. Hier verschwindet schon wieder alles. Erstmal schon Kaffee, das muss sein. Ich habe noch ein Sharpness 2 Buch, das Schwert. Könnte ich doch rein theoretisch. Wo ist denn dieser Speed-Zombie, der mich getugelt hat? Da stürmt mir der kleine Gnom hier ins Ohr. Der war ein bisschen krank. Hier, ich will das Sharpness 2 Schwert haben und nicht das Sharpness 1. So, ich bin fertig mit der Schule, der hat meinen Mod weggestartet. Ich noch mal kurz auf K. Jo, mach das. Schön. So, Öppelhammer. Das heißt, Zucker, 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 Zucker brauche ich noch. Zucker habe ich noch keinen, oder? Nee, haben wir nicht. 8 Stück brauche ich für den Goldapfel. So. Ich brauche... Ach, die kann man gar nicht tamen. Fällt mir gerade auf. Wir kriegen ja keine fermentierten Spinnaugen hin. Ah, okay. Scheiße. Oh, ist. Nee, nicht Slowness. War das Weakness? Potion of Weakness müsste das sein. Yo. Okay, ja, nee, wir kriegen kein fermentiertes Spinnauge hin. Ne? Schade eigentlich. Schade, schade, Schokolade. Pflanzenzeug. Da rein. Das Schwert dort im Mobloot war hier. Bullets waren da. Holz da. Geld war da. Ich brauche wieder Level. Es ist doch wie verhext hier. Och, jetzt wieder von euch! Weg! Weg! Lasst mich! Warte mal! Oh Gott!
Mann, die hören sich manchmal so creepy an. Wachs wohl schneller Zuckerrohr. Ein Chunkloader gibt's nicht. Schade. Schade. Zeig mal her, was haben wir hier? Minigun. Ja. Ha. Shotgun. Die wäre was für mich. Ja. Wo findet man das? Ach, das. Okay, das craftet man so. Okay. Kriege ich heute alles noch hin. Hier hätten wir alles bis auf die Rüstung und das. Das heißt, ich muss nochmal unter Tage. Leader Gun, Bridge Building Gun, Leader Gun Hook. Gibt's eine Pistol? Machine Pistol und eine normale Pistol. Da brauche ich aber auch das Teil. Fertig. Mal wieder 15 Level. Kupfer brauche ich nicht durchbrennen. 8. So und so. Brauche ich noch einen zweiten Ofen. Oder einen vierten. Einen fünften. So. So. In der Zeit, wie das durchbrennt, werde ich unter Tage farmen gehen. Mal ein bisschen Holz dabei. Aber, 1, 2, 3, 4. Wir nehmen nur eine Werkbank mit. Und eventuell hier nochmal. So. In welchen die Richtung waren wir? Wir gehen in diese Richtung. Auch wenn wir hier schon teilweise waren. Och nö. Was willst denn du? Oh komm, ich will meinem Minenschacht treu bleiben hier. Ja. So. Okay, eine Mail und dann bin ich da. Jojo. Ha. Und nächsten Dias. 6 Stück. Schön. Ich
würde gerne die Mail schreiben, Modpack. Danke. Geht nicht. Modpack sagt nein. Er ist auf einmal mitten in meinem Browser dieser rote Bildschirm vom Modpack aufgetaucht und den kann ich nicht schließen. Wenn du das minimierst, sieht es richtig kacke aus. Ich kann nicht mal die Windows-Taste drücken. Du musst erstmal in den roten Bildschirm reinklicken, dann kannst du die Windows-Taste drücken. Ah, okay. Dann geht alles. Siehst du. Dias, gib mir Dias. Nö, ich krieg Redstone jetzt. Wann war das? Ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, wo meine Kiddies bei mir waren. Mal wieder auf Keto seinem Server. Ja, da war ich da. Meine Villager leben noch alle. Und die Golems, die draußen spawnen auch. Das fetzt. Ich muss trotzdem mal wieder drauf gehen. Ich will mir ein bisschen was von der 1.17 aufbauen. Denn ich weiß nicht, ob Feuertick an ist. Deswegen möchte ich mir auch vorsichtshalber so ein paar Blitzableiter auf die Häuser stellen. Du hast ja das Glück, wie wir jetzt wissen. Ja. Muss ich nur ganz weit rausgehen, Kupfer farmen. Hä? Ich hab genug Kupfer. Nein, bei Kedo auf dem Server. Ach so. Da ist ja schon ein riesiges Gebiet aufgedeckt gewesen und da spawnt jetzt kein Kupfer mehr. Das heißt, ich muss mindestens 8000 Blöcke weit weg, um Kupfer farmen zu können. Gibt's nicht in Vanilla auch so eine Art Teleporter? Bitte? Gibt's in Vanilla nicht auch eine Art Teleporter, was man so mit Command sonst irgendwas einstellen könnte? Nee, also dort auf dem Server nicht. Es gibt zwar so eine Plugins, aber... Da vertraue ich lieber Mods anstatt Plugins. Ich weiß halt nicht mal, ob es auch Villager gibt, die eventuell so eine Kupferdinger traden, so eine Blitzableiter. Oh je, ich glaube nicht. Aber weiß ich nicht genau. Ja, die können halt auch nie verlangen, dass man jedes Mal Minecraft, wenn man jetzt einen Server hat, jedes Mal die Welt neu macht, damit die Ressourcen alle da sind. Oh, das ist Sinn und Zweck, das Ganze, außer du warst halt kein Kreativ. Das ist ja, Sinn und Zweck. Nee, kreativ, da baue ich nur für ein paar Videos, aber ansonsten. Ich habe ja auch. Oh, schon wieder Dias. Ich habe ja auch meine normale Spielewelt, wo ich einfach mal so just for fun immer 1-2 Mal in der Woche drauf gehe für 1-2 Stunden. Baue ich auch alles im Survival. Wobei ich sagen muss, ich habe bisher nichts gebaut dort. Ich habe nur gefarmt. Also ich habe meine Dia-Rüstung komplett jetzt. Ich habe gerade schon wieder Dias gefunden. Na, ja, ich bin auch weit entfernt davon. Bei mir in der Base Difficulty 27. Ich glaube nicht, dass das was mit der Base zu tun hat, sondern mit dir selber, also mit deinem Charakter. Ja, aber das taucht immer nur in bestimmten Orten auf. Und schon wieder Dias Darko. Was du in Vanilla hast, habe ich definitiv hier in dem Modpack.
Na, hier in dem Modpack habe ich ein akutes Sprengsprungsproblem. Ich habe jetzt schon wieder 19 Dias im Gepäck. Und schon wieder eine fette Höhle, wo bestimmt noch mehr Dias rumpümmeln. Und Zombies. Ja. Hast du jetzt eigentlich herausgefunden, wofür der Wallet da ist? Das ist eine Bank, da kannst du das Geld einzahlen. Ja, genau. Den musst du nämlich weiter vercraften. War leider nichts mit Markt. Wäre aber geil gewesen. Aber ich hab's auch noch. Aber ich habe tatsächlich auch nicht mal nach Markt geguckt, ob es das bei Jay gibt oder. Dago! Es gibt Market immer nicht erst. Und schon wieder ein Achter vorkommt, Dias. Ich habe schon wieder 32 Diamanten im Gepäck. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Dago. Aber irgendwie ist das mal gerecht, dass ich Glück habe und du Pech. Du hast immer Glück, Ike. Nur halt nicht in dir Farmen normalerweise, sondern in anderen Dingen. Wobei, Du hast so ein tollpatschiges Glück. In bestimmten Bereichen. Bei... Kann ich das gar nicht erklären. War das Conti, was wir gespielt hatten als letztes? Das Conti? Was verstehst du als letztes? Na, das letzte Conti Pack. Schon gefühlt ein halbes Jahr, ja. Nee, das letzte Pack hier, was ich auch gestreamt habe. Conti, Omni, das war Omni Factory. Was, Omni Factory? Hast du jetzt ernsthaft Omni Factory schon vergessen? Ja. Du hast das Pack echt gehasst. Da hatte ich ja zum Anfang auch Pech. Mit Dias. Und dann habe ich ein Vorkommen nach dem anderen gefunden. Und dann war ja das Problem mit dem Server. Dieses wunderschöne Hassproblem. Ich höre dich, du angeknabbertes Viech. 1000 Füßler, der in der Wand steckt. Schön. Und ja, ich habe dieses Pack zum Schluss nur noch gehasst. Ganz. Ja, gut, ich hab's halt erwartet. Weil jedes Technik-Mod-Pack wird irgendwann so in diesen unmöglichen Bereich kommen. Hier ist Sky Factory, das war ja auch zum Schluss. Oh, zum Glück kann man nicht durch Gift sterben. Außer der Hexe gibt dir gleich den Rest. Ich missbrauche mal kurz dein Zauberungstisch. Ich hab grad den Level. Bevor ich jetzt auch sterbe. Okay, wenn du jetzt. Der ist. Wow, der hat nur noch einen Schlag gebraucht. Okay, die Herzensanzeige, die ist sehr verbuggt, muss ich sagen. Welche Herzensanzeige? Na, wenn ich so einen Mob angucke, also jetzt den Tausendfüßer zum Beispiel, der hat mir 20 oder 30 Herzen angezeigt. Und keine, die abgezogen wurden, wo ich ihn gehittet habe. Jetzt zum Schluss hat nur noch ein Hit gefehlt. Okay. Ich weiß auch nicht, welche das ist, welche diese hier reingemacht haben. Kurze Frage, Ike. Ja. Soll ich meine. Ich habe jetzt gerade einige Box-Shells für Level 30 hinzugefügt. Kann ich auch gerne wieder abbauen? Soll ich die abbauen? Oder ach, die kannst du für mich so stehen lassen. Okay. Ja, weil du es ja auch beim Party haben wolltest. Ja, vorerst. Also. Hast du mir halt mal was gespendet? Geschenkt. Habt ihr ja auch 3 Dias geschenkt? Ja. Das will, glaube ich, auch noch viel mehr schenken. Naja, kommt drauf an. Gerade eben habe ich tatsächlich wieder Pech mit Dias. Ich rede nicht nur unbedingt von Dias, aber das ist irgendwie ein akutes Phänomen.
Am Anfang wird immer gesagt, ja, wir machen, jeder macht alleine und macht das jetzt mal alleine. Nee, und später, wenn man das Zeug hat, gibt man es ab. Ich habe ja gesagt, dass wir definitiv uns unterstützen müssen. Übrigens, deine Base ist schon wieder ein schönes Kriegsfeld. Was machst du jedes Mal? Ehrlich gesagt, absolut gar nichts. Der war schon vorher. Au, au. Okay, jeder Mob, der jetzt kommt, one-hittet mich. Was? Ja, ich hab nur noch ein Herz. Und kein Essen, oder? Doch, zu faul. Ich habe wieder gegen 1000 Füßler gekämpft. Und man kann keine Villager tame, Darko. Okay. Ja, wir kriegen kein fermentiertes Spinnauge hin. Was? Du brauchst ein fermentiertes Spinnauge für den Schwächetrank. Ja, warum kriegen wir das nicht hin? Weil es keine Spinnen gibt. Aber es kannst du herstellen. Du brauchst ein Spinnauge dazu und das Spinnauge kannst du nicht herstellen. Das Spinnauge kannst du herstellen, Alk. Was? Willkommen in einem Modpack. Hast du aus zwei Wälzen und zwei Netherwarzen? Ja, hast du Netherwarzen? Hast du welche? Ich dachte, nö. Was... Na, schade. Na, nach der Pleite gestern im Nether bin ich raus und hab dann nur noch Dings gefarmt dort. Netherrack für meine Mauer. Oh Gott, ich habe schon wieder so viel Crap im Gepäck. Hey. Ah. Nein, nicht zu alt, nicht zu alt. Weg, 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 weg. Ich habe mal wieder eine Kartoffel. Wow. Ich finde das so geil, dass das keinen Cooldown hat. Was, die Knarre? Die hat einen Cooldown. Okay. Nein, ich meine, das wäre schon. Ach so, ja. Her, großes Baby. Hallo. Was fällt dir eigentlich zu hitten? Was fällt dir ein, ihn einfach anzugreifen? Junge, du bist ein bisschen zu aggro. Ist das ein Golem? Ja. Ich würde den Viechern nimmst einen anderen Namen geben, ey. Die heißen ja auch anders. Ja, aber der Name Golem ist jetzt drinne. Ich würde gern ein Real-Life-Name verwenden. Oh oh. Lens sind gerade gar nicht gut. Ja, ich hab's gerade mitbekommen. Beim Abbauen. Nein. Ach komm, immer sterben musste mindestens. Wenn nicht durch einen Mob, dann durch mich. Das ist in jedem Modpack der Fall, Ike, dass ich durch dich häufiger sterbe als durch alles andere. Aber das ist dann halt auch nur, wenn ich wieder Langeweile hab. Ja, und woher kommt die Langeweile? Ich hab noch vieles zu tun und du bist schon vorgewascht. So entsteht meistens also die Langeweile. Also vorgerusht bin ich nicht. Ich habe tatsächlich mehr mit meiner Base und in der Mine verbracht als questmäßig. Ja, aber das meine ich ja. In der Mine verbracht zum Beispiel, werd ich sicherlich auch noch brauchen. Außer wir machen die Maschinen zusammen. Aber die werden definitiv was kosten. Die ersten tatsächlich sind ganz einfach. Also die kosten Holz, Eisen, Stein, bisschen so. Ja, eben. Zink, Andesite vor allem. Junge, du nervst. Merkst du das nicht? Okay, da geht's nicht lang. Ich hab mich verlaufen. Alter.
habe halt ein Essensproblem. Ja, Fältchen anbauen, muss ich auch wieder machen. Ja, da hab ich aber immer noch keine effektive Strategie. Ich baue mir so ein Gewächshaus. Du baust ein Gewächshaus? Ja, einfach ein kleines Häuschen aus Glas und da wird das Fressen drin angebaut. Da kommt kein Viehzeug rein und nix. Da sind die Felder sicher vor diesen Raben. Aua. Okay, von hier bin ich gekommen. Ich habe meinen Weg wieder gefunden. Schön. Und da sehe ich ein Netherportal. Das ist in diese Richtung. Oh, okay. Weil jetzt ist auch noch mein Schwert drauf. Ja komm, die eins wie dir, das wirst du doch wohl haben. Ich hab noch ein Eisenschwert, Ike. Na, das Eisen wirst du doch wohl haben, das sind drei Eisen, das ist wieder heile. Das heißt, das Schwert gerade weggeworfen. Okay. Nö, hier gibt's nichts mehr. So, das nehmen wir noch mit. Von wo bin ich jetzt gekommen? Bin ich von hier? Ich glaube. Jo. Aber nicht von da. Hier ist mein Gang. Idewitzka. Einfach ein hohler Raum. Nein. Autsch. Bin nur froh, dass der nicht nach vorne springt bei seinem Riesensprung. Der Golem. Ja, weil sonst könnte der immer in meine Base reinspringen. Ja. Ich würde so lachen, dir passiert ein Missgeschick in deiner Base. Auf einmal sind alle Fackeln weg und die Viecher spawnen auf einmal in deiner Base, die Golems. Und ich habe das gesehen im Chat. Vor allem, ich kann mich nicht zurücktippen. Der hat Viecher in meiner Base gespawnt. Du kannst... Wie baue ich mein Grab ab? Einfach ganz zum Abbauen. Ganz normal abbauen.
will ich jetzt verarschen, der ist. Ist er nicht mit da? Ja, und ich, der war bei der letzten Stufe. Ja. Oh, Mann. Mein ganzes Essen in den verballert. Na, dass sie despawnen, das Problem hatte ich auch schon, wenn man die hitten tut oder wenn man durch die stirbt. Na gut, ist aber zum einen halt auch ganz sinnvoll. Wie kriege ich diesen scheiß Todespunkt auf der Map weg? Ja, du musst auf die Taste klicken oder... Warte mal, was ist denn das für eine Taste? Ja, bei mir ist es N, wo man die Waypoints sieht. Alter Tod, oh, habe ich auch noch. Ich kann einen neuen Waypoint machen. Ja, und da kannst du die auch deladen. Das ist erst auf Disabled, dann auf Delayed und dann nochmal da, wo Disabled stand, steht dann nochmal Delayed und das anklicken, dann sind sie weg. Disabled? Das sieht gar nichts. Disabled, enabled. Reset, red. Nein, unten rechts hast du doch Delayed stehen. Nö. Was? Da habe ich Cancel und Confirm. Die Ansicht, die du hast, habe ich gar nicht. Ich kann nur einen Waypoint machen, hier, bei meiner Taste. Okay. Da musst du mal in den Einstellungen gucken, ne? Dann haben wir unterschiedliche Tastenbelegungen wieder. Ich habe sowieso immer eine andere Tastenbelegung als du. Ja, weil ich die Standard-Tastenbelegung habe und das nicht alles auf irgendwelche Quark-Tasten lege. Wieso Quark-Tasten? Das sind die Tasten, die ich immer verwende. Ja, wenn man es von Anfang an auf den Tasten lassen würde, dann würde man es auch haben. Wäre ja scheiße. Könnte ich ja gar nicht spielen. Okay. Delete. Ich hab ein Netherportal. Ich hab ein Essensproblem. Oh, das Netherportal kommt gerade richtig gut. Kann ich nämlich nach. Wie hieß die Dinger, nach der, was ich gucken wollte? Netherwarzen. Gucken. Jo, rein da. Mehr als sterben kann ich nicht. Nein, ich habe ja auch meine Level verloren. Ja, ist normal, wenn man stirbt. Ah, 27 Level sind futsch. Das ist normal, wenn man stirbt. Okay, das ist echt creepy. Wenn du unter Tage ein Netherportal findest, ja, und das nutzt, wirst du automatisch immer im Nether in die Luft gesetzt. Das ist echt ein bisschen seltsam. Und ich höre Zombies hier drinne. Jetzt muss ich wieder einen scheiß Weg nach unten finden. Och, komm. Ah, hier. Nein, da kommt Lava. Ich habe schon wieder ein Gasgeräusch gehört. Ich kann ja noch ein bisschen Quarz fahren. Wie heißt denn dieser Quarkofen nochmal? Welcher? Der Räucherofen.
Kann es sein, dass es irgendwas mit Smoke war? Ah, Smoker wahrscheinlich. Doch, dafür bräuchte man Holz. Hab ich natürlich nicht. Ey, Darko. Ich farm gerade XP und du so. Da fliegt ein Gas drum. Cool. Echt so? Oh, ich hab mein Ziel verkackt, also. Da kommt ein neues Ziel, mach dir keine Gedanken. Vor allem, es wird schon wieder Nacht. Bei mir nicht. Ich komme erstmal mit 30 Leveln hier immer. Ah, das ist nicht gut. Über den Kopf abbauen. Ah, lol, ich bin hier. Netherwarzen, genau. Geht trotzdem nicht. Schade. Da ist wieder so ein Stachelbiom. Da ist ein Picklinschwein. Okay. Hier ist ganz viel Clawstone. Ach, und ich habe keinen Platz im Inventar. Mindy, Viech. Du. Das erste Mal geangelt? Okay. Warum nicht? Hier kann man sogar noch eine AFK-Angelfarm machen. In 1.17 geht's ja nicht mehr. Du hast mir schon gesagt, dass das in Siopolis, also in der 1.16 nicht mehr ging. Doch, Siopolis ging's noch. In der. Übrigens, dein See ist nicht ganz ordentlich. Da fehlt ein Wasserblock. Sehe ich gerade. Ja, kommt alles noch. Ab der 1.17 geht das mit der AFK-Angelfarm nicht mehr, weil der. Es muss jetzt anstatt nur ein Wasserblock, ich glaube, 3x3 oder 5x5 tatsächlich sein. Oder 7x7? 2x3. Irgendwie sowas war das. Und da kriegst du keine ordentliche AFK-Angelfarm hin. Es gibt zwar bestimmt welche, die da irgendwas hinzaubern, dass es funktioniert. Aber gut. Jetzt habe ich den Kopf eingesammelt. Community ist ja so intelligent. Mhm. Und vor allem die Hardcore-Suchter. So, ich hab nur keinen Platz mehr für Netherwarzen. Ne? Okay, ich hab so ein hässliches Schwein gefeuert. Ich bin erstmal weg.
Da ist so ein Knochengerüst im Wasser. Ich bin in der Lava. Ich bin weg. Level. Ach komm, die 30 mache ich noch voll hier. Kein Anzeichen irgendeiner Festung hier gesehen. Seltsam. Oder kann man die Netherwarzen auch herstellen? Habe ich nicht nachgeschaut. Nee, das ist nicht das hier. Netherwarzenblock in eine Crushing Machine. Nee. Nö, also die muss man irgendwie finden können. Also muss es rein theoretisch Festungen geben. Da unten habe ich schon mal Soul Sand, den ich noch nicht mitnehmen kann. Aber hier kann ich mich gleich mit Back zu TP'en. Du musst auch mal versuchen, wenn du dich nach Hause TP'en hast, weil du unter Tage bist, mit Slash Back zurück zu TP'en. Ich habe ja kein OP, das habe ich mir gestern weggenommen, und bei mir klappt das trotzdem. Slashback, wohin denn? Nee, einfach nur Slashback eingeben. Ja, dann kommst du zum letzten Standpunkt, wo du standest. Wo du Slash Home eingegeben hast. Okay. Das. Das kommt damit rein, das Essen da, Bullet da, das da. Und wir schließen schnell eine Quest ab. So. Nice. Back. Du. 29. Oh, gleich 30 Level full. Brauchst du irgendwas aus dem Nether, wenn ich jetzt schon mal hier bin? Was? Nö. Okay. Hier unten.
Ich höre ganz komische Geräusche. Oh Gott. Kriegst ja Panik, ey. Soll ich dir so ein Elevator-Teil mitbringen? Ah, ich bin... Nee, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich da mit jemals arbeiten werde. Nö, du hast mich abgeschnitten. Nö, du stirbst jetzt, du Wichsfrosch. So. Ich hab eine Spawner-Idee, fällt mir gerade auf. Eine Spawner-Idee? Wenn man theoretisch diese Mutanten einsperrt, die spawnen ja in regelmäßigen Intervallen neue Kollegen. Ja, aber wie groß willst du den Raum bauen, wo du den einsperrst? 5x5. In dem Radius spawnen die Teile nur. Glaube ich nicht. Ich glaube, das geht auch noch ein bisschen weiter. Oh, 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 das ist gar nicht so weit. Oh, Picklinghausen. Das heißt noch mehr Netherite. Wie komme ich jetzt da am besten rüber? Indem du es nicht laggy machst, vielleicht. Ich würde gern essen. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Ich muss mich eh über... Hallo, ich möchte essen. Ich muss eh über Lavasee bauen, von jetzt. Daher. Hast du Glück. Dürfte nicht allzu viel lecken. Und jetzt sprinte ich wieder. Out. Und ich habe Picklinghausen gefunden. Das wird jetzt ein Spaß werden. Gucken, wie oft ich verrecke. Komm, ich hab dich gehört. Wo bist du? Dein Achievement krieg ich auch noch hin. Jo, nächster Hai gekillt. Der Hai scheint auch gerade sehr erfolgreich zu sein. Ich bin in Picklinghausen angekommen. Das heißt, dass hier drin erstmal Kisten looten. Oh, die blubbern ja auch alle. Ich hätte vielleicht von oben anfangen sollen mit looten. Ehrlicherweise? Da bist du, du kleines, garstiges Viech. Hallo, komm, ich weiß, dass du mich siehst. Geht doch. Au. Ey, das ist unfair, du bist zu weit weg. Komm mal näher. Der ist einfach ausgewichen.
Schon wieder! Ey. Ruhig bleiben, Mike. Au. Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Komm, ich weiß, da drüben ist Picklinghausen. Ich weiß, wo es ist. Komm, ich schieß! Alter! Mir reicht's jetzt hier langsam. Ey, jetzt, Nein! Ach so, okay. Und keine Gasträne bekommen. Schön. Und 3 Herzen auch nur noch. Und das ist der nächste. Oh mein Gott. Nein! Der dritte Tod, von dem ich weiß. 30 Level weg. Das ist bitter. Wir sind wenigstens gleich. Wir sind wenigstens gleich. Das ist eventuell ein bisschen bitter. Aber ich bin schon wieder im Nether. Ich werde gleich weiterfahren. Das ist die Ecke, wo ich rein wollte. Genau. Hier gibt es nämlich auch Kisten versteckt. Ach Gott. Ich müsste mal übelst dringend aufs Klo pinkeln. Das ist nicht, glaube ich, erst eine Pause. Oh ne, 2 Stunden 16. Ich hatte die erste Pause. Vor einer Stunde und 16 Minuten. Nee. Doch. Als ich weg war, warst du ja auch AFK. Das ist schon eine Stunde her. Ja. Okay. Waldgebiet ist scheinbar nicht da. Okay, gut. Habe ich jetzt die Treppe hier tatsächlich ab? Nee, habe ich nicht abgebaut. Das wächst jetzt schon. Oh, ich höre euch. Ich höre euch. Kommt. Ich will euch runterschubsen. Kommt. Oh, warte mal. Ich mache mir einen Goldhelm. Dann können die mich am Popöchen. So. Das durften die mich ja nicht angreifen. Und wenn doch, Waffe ist gezückt. Die greift mich trotzdem an. Okay, trotz Goldhelm greifen die dich an. Das ist bitter. Wie sieht's denn aus, wenn ich Back eingebe? Bringt alles nix. Ich muss warten, bis die weg sind. Nee, dann gebe ich jetzt King Command ein, dann renne ich erstmal schnell zu mir. Stell mich AFK hin, ich muss übelst aufs Klo. Hast du keinen Homepunkt bei dir? Doch, aber ich will der Speck benutzen, damit ich wieder beim Grab bin. Ah, okay. Wenn ich jetzt der Home eingebe, komme ich jetzt zum Spawnpunkt wieder. Gut, ich mache ein kurzes Päuschen.